Jo, hallo, nur eine kurze News. Etwa 3 Meter von der Küstenlinie der East Beach entfernt liegt am Meeresboden ein rätselhaftes, kreisförmiges Metallobjekt, dessen Edelstahlbeine in Beton eingefasst sind und das während der Ebbe größtenteils an der Oberfläche zu sehen ist. Es bereitet den Menschen große Sorgen, da sie nichts über seine Herkunft oder den Zweck in Erfahrung bringen konnten und es eine Gefahr für die Schwimmer und Surfer darstellen könnte. Ein Jahr lang soll das Objekt die Gezeitenveränderungen, Wellen und Stürmen unbeschadet überstanden haben. Nun sind viele Leute neugierig geworden und versuchen herauszufinden, was es sein könnte. Was auch immer dieses 1 Meter große Objekt ist, eines ist sicher, es ist sehr schwer und wurde scheinbar am Grund des Meeres fixiert, damit es den massiven Kräften der Brandung trotzt und seinen Standort sicher beibehält. Die East Beach Association hat nun eine Spezialfirma beauftragt, die nächste Woche versuchen wird, das Objekt mit einem Frontlader aus dem Wasser zu ziehen. Was denkt ihr, könnte das sein? Lasst es mich wissen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage wie immer bis zum nächsten Video. Okay.